eben so stark im Gehirn manifestiert, dass es dann eben so beflügelt, auf dass es dann gegebenenfalls eben wieder zu einem weiteren Erfolg kommen kann. In den Qualifikationen zuvor, das Springen von Balus Erbin, der jetzt 15-Jährigen, war natürlich wieder ganz besonders. Und so wirkt das Reiten des Derbys schon, ja, fast schon routiniert. So, und jetzt wäre es vorteilhaft, wenn die Leute jetzt noch ein ganz klein wenig, die Zuschauer noch ein ganz klein wenig Gas geben würden, die dort gerade die Ehrengäste. Mitbedacht. Hin zu dem Bahnschrank. Ganz leicht rangetippt, das spielt gar keine Rolle. Und immer wieder jetzt hier wieder das Zurückholen, das bei sich behalten. Eins muss man dem Marvin darüber hinaus ebenfalls auch noch lassen. Auch nach dem Erfolg, den er hier mit dem Derby hatte, ist er Marvin geblieben. Einfach wirklich ein bescheidener junger Mann mit der großen Faszination eben im Springsport. Und vielleicht gibt auch das eben einiges an Stärke, um eben das Hamburger Derby nicht einmal, sondern vielleicht gar sogar zweimal fehlerfrei zu absolvieren und damit im Stechen anzutreten gegen Frederik Tillmann. Marvin Jüngel pilotiert seine großartige Stute Balus Erbin hier ein weiteres Mal mehr als nur ideal durch den Derby-Parcours, bleibt fehlerfrei und darf gleich noch einmal antreten hier, wenn es um den Sieg geht.